Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 9. Juli. Heute dabei Sonos, nochmal Sonos, Drake, Twitter und Öffi. Beginnen tun wir mit Sonos. Die haben nämlich jetzt einen Antrag gestellt bei der amerikanischen Börsenaufsicht, oder wie auch immer die heißen, um einen IPO zu machen, also ein Initial Public Offering, sprich man will als Aktie an die Börse. Und damit wollen sie stolze 100 Millionen US-Dollar einnehmen. Ja, schöne Sache. Ob das dann so stattfindet, müssen wir halt abwarten. Mehr Details werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen auch dazu bekommen. Jedenfalls in diesem Antrag hat Sonos auch noch ein paar Zahlen bekannt gegeben in Sachen Umsätze, verkaufter Produkte und noch mehr. Und falls euch das interessiert, ist der Link natürlich in den Shownotes. Was eher handfestes von Sonos als zweite Nachricht heute ist eine gute Nachricht für alle, die auch Audible hören, denn die können nun mit Sonos, sofern sie eine Sonos One haben oder einen Sonos mit einem Echo Device gekoppelt haben, über Alexa nun auch Audible Hörbücher auf den Sonos Geräten hören. Schöne Sache, ich selber höre leider keine Hörbücher mehr. Von daher für mich nicht so interessant, aber vielleicht habt ihr ein Audible-Konto und könnt auch jetzt eure Bücher auch über eure Sonos-Lautsprecher anhören. Eine andere Sache, die ich auf jeden Fall gemacht habe, ist mir das neue Drake-Album Scorpion als Stream anzuhören, in meinem Fall über Spotify. Und jetzt, eine Woche danach, ist bekannt gegeben worden, dass das neue Drake-Album das ja erfolgreichste gestreamte Album aller Zeiten ist in einer Woche. Über 1 Milliarde Streams, übergreifend über alle Plattformen weltweit, hat das Album erreicht. Also stolze Zahl. Die letzte Benchmark war Post Malone mit knapp unter 700 Millionen weltweiter Streams. Und gleichzeitig hat Billboard, das ist ja das amerikanische Branchen, Fachmagazin, welches die Umsatzzahlen und Verkaufszahlen immer trackt und die Charts rausgibt, bekannt gegeben, dass sie halt mehr Wert auf bezahlte Streams legen werden. Und dadurch wird Drake auch mehr oder weniger sicher, das war aber vorher auch schon, auf Platz 1 mit dem Album landen. Ja, eine andere Sache ist, wie hat er die Streams erreicht? Also ich konnte die Woche auch Spotify nicht aufmachen, dass der mir nicht unter irgendwie Playlisten, Alben, Lieder auf der Startseite vorgeschlagen worden ist. Also Marketing tut da einiges dazu. Also von daher, ich sehe es mal so zweigeteilt, ob der Erfolg dann wirklich so gerechtfertigt ist. Was auf jeden Fall gerechtfertigt ist, ist der Fakt, dass Twitter Fake-Accounts entfernt. Denn nirgendwo ist es so einfach, sich einen Account und entsprechend auch einen Fake-Account anzulegen wie auf Twitter. Das dauert halt knapp eine Minute, würde ich sagen, sich einen Twitter-Account anzulegen und dann kann man halt wieder irgendwelche Propaganda in die Welt rausjagen. Und Twitter hat sich ja mal gerühmt, Meinungsfreiheit, und es war ja nie so einfach, auch dort gegen Konten vorzugehen, die etwas vortäuschen oder die eventuell nicht die gleiche Meinung vertreten, weil eben diese Meinungsfreiheit und andere sicher Dinge immer hochgehalten wurde. Aber es gibt ja eindeutig auch Konten, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen oder die auch wirklich vorgeben, jemand Falsches zu sein. Und da hat Twitter jetzt im Zeitraum von Mai bis Juni 2018 70 Millionen Konten gelöscht. Ja, stolze Zahl. Das im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass Twitter mit der Anzahl der Nutzer jetzt auch nicht mehr so riesig gewachsen ist in dem Zeitraum, weil sie ja dementsprechend auch welche gelöscht haben. Andererseits, will man wachsen mit Fake-Accounts? Ich glaube nicht. Naja, sie tun auf jeden Fall was an der Plattform und das ist ja eine gute Sache. Ja, und die letzte Nachricht für heute ist nicht so eine gute Information und Sache für die Nutzer der App Öffi. Das ist eine App, die auf die Verkehrsdaten zugreift von diversen Ländern und Kommunen für öffentliche Verkehrsmittel, mit der man seinen Weg planen kann. Und ich selber kenne persönlich diverse Leute auf Android, die wirklich gerne nutzen. Und die Öffi-App, die gibt es jetzt nicht mehr im Google Play Store. Also man kann sie weiterhin runterladen von der Webseite und von anderen Android Marketplaces.
Aber eben nicht mehr im Google Play Store, wo sie auch eine gute Bewertung hatte mit 4,5 von 5 Sternen. Das ist natürlich ein herber Schlag für so einen Entwickler und man weiß nicht so genau warum. Google hat wohl mit dem Hinweis Payments die App entfernt, aber die hatte keine In-App-Einkäufe oder Verkäufe. Also da wird noch einiges zu klären sein und wenn es da was Neues gibt, ich bekomme das mit, dann haben wir es auch hier in der Daily mit drin. Ansonsten, wie gesagt, auf die Webseite gehen, dort kriegt man dann auch mal die neueste Version der App. Ja, und das war's auch zum Start in die Woche. Es ist Sommer, wir haben nicht mehr so viele Nachrichten zurzeit, Sommerloch. So ist es halt. Ich wünsche euch trotzdem guten Start in den Montag und in die Woche, guten Schultag, guten Arbeitstag, whatever. Und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.